Hallo, willkommen bei Kenny Katze Hund. In dieser Folge möchte ich euch etwas über die Futterumstellung bei Katzen erzählen. Warum ihr bei euren Katzen das Futter umstellt, das kann natürlich ganz verschiedene Gründe haben. In diesem Video beziehe ich mich einfach auf mich. Und zwar habe ich das Futter umgestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Katzen ihr altes Futter nur noch mäkelig gefressen haben. Da Persi und Mene sehr schnell Verdauungsprobleme bekommen, fütter ich sowieso ein sehr hochwertiges Katzenfutter. Und habe mir gedacht, ja gut, alles klar. Neue Sorte, Sensitiv-Sorte, anderer Hersteller. Das nimmst du mal mit, das probierst du aus. Gesagt, getan, von heute auf morgen umgestellt. Zwei Tage später hat Mene Blut im Kot gehabt. Wir sind dann natürlich sofort zum Tierarzt gefahren. Mene ging es nach ein paar Tagen wieder besser. Alles gar nicht so schlimm, wie ich anfangs gedacht habe. Aber trotzdem hatte ich natürlich ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich durch meine abrupte Futterumstellung ihre Krankheit, sag ich mal, ja verursacht habe. Auf Anraten meines Tierarztes habe ich das Futter dann also ganz langsam wieder zurückgestellt. Wie das funktioniert und wie man das richtig macht, das zeige ich euch jetzt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil in meinem Beispiel will ich ja zum alten Futter zurück. Prinzipiell ist es ja aber so, dass man ein neues Futter einführen möchte. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, nur vom neuen Futter sprechen und das alte Futter als das Futter bezeichnen, was ich nicht mehr haben möchte. Ihr Lieben, seid da ein bisschen nachsichtig, falls ich mich vertüdel. Das ist keine Absicht, aber ich denke mal, es ist allen klar, was ich euch damit sagen möchte. Die Werte, die ich euch jetzt nenne, die sind fiktiv. Das habe ich mir ausgedacht. Das ist eine einfache Zahl, einfach damit ich das besser verdeutlichen kann und damit ich damit auch ein bisschen besser rechnen kann. Also wir gehen jetzt einfach davon aus, dass eure Katze pro Mahlzeit 40 Gramm Trockenfutter zu sich nimmt. In den ersten zwei Tagen stellt ihr wie folgt um. Ihr mischt ein Viertel neues Futter mit drei Viertel von dem alten Futter, sprich 10 Gramm neues und 30 Gramm altes Futter. Am dritten und am vierten Tag steigert ihr dann die Menge des neuen Futters und müsst natürlich auch die Menge des alten Futters verringern. Also sind wir jetzt an Tag 3 und 4 bei 2 Viertel zu 2 Viertel, sprich 20 Gramm neues, 20 Gramm altes Futter zusammenmischen. Bei Tag 5 und 6 sind wir dann also schon bei 3 Viertel neues und 1 Viertel altes. Also diesmal sind es 30 Gramm von dem neuen Futter mit 10 Gramm von dem alten Futter mischen. Schlussendlich sind wir dann bei Tag 7 angekommen. 4 Viertel, ein ganzes 100%, also 40 Gramm neues Futter füttern können. Letzten Endes wollte ich euch mit diesem Video einfach nur zeigen, was bei einer Futterumstellung passieren kann, aber nicht unbedingt passieren muss. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, gibt es natürlich die verschiedensten Gründe, warum man das Futter bei seinen Katzen umstellt. Das muss nicht Mäkeligkeit sein, das kann auch Krankheit sein, Übergewicht sein. Da gibt es etliche Gründe für. Man muss ja auch nicht von trocken auf trocken, sondern stellt vielleicht auch von trocken auf nass oder von nass auf trocken oder wie auch immer sein Futter um. Dementsprechend kann es natürlich auch unterschiedlich lange dauern, bis man das komplette Futter umgestellt hat. In meinem Fall ist zum Glück nochmal alles gut gegangen. Es war wirklich einfach, das Futter wieder zurückzustellen und es ging auch super schnell. Wenn ihr also vorhabt, das Futter bei eurem Tier umzustellen, dann denkt vielleicht an mein Video. Macht euch vorher schlau, ob das jetzt übers Internet ist oder ob ihr mit eurem Tierarzt sprecht, wie auch immer. Macht es einfach, um auch für euch auf der sicheren Seite zu sein. Und falls irgendetwas passiert, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Als mir das mit Mene passiert ist, habe ich natürlich erstmal versucht, mich übers Internet schlau zu machen. Als Unterstützung ist das okay, trotzdem würde ich niemals versäumen, in einem solchen Fall zum Tierarzt zu gehen. Ihr Lieben, nehmt euch diesen Ratschlag bitte zu Herzen und wenn ihr wollt, seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. An dieser Stelle, ciao, miau! Das heißt also, bei 40 Gramm sind das 10 Gramm neues,
muss ich selber, es ist so einfach, ich muss mir jetzt selber überlegen. Am 3. und am 2/4 zu 2/4, also halb halb. Ganz super schlau von mir. Was wir auf der einen Seite erhöhen, müssen wir auf der anderen Seite auch mindern, erhöhen, erniedrigen. Und wie leicht man eigentlich vermeiden kann,